Heute möchte ich euch was zeigen, und zwar einen Sommerstrauß. Sommerstrauß, glauben wir immer, das sind Rosen und weiß ich was alles. Aber man kann einen wunderbaren Wiesenstrauß machen, wenn man sich die Wiesen zum Vorbild nimmt. Das heißt, es gibt blühende Sachen, es gibt grüne Sachen, aber auch die trockenen oder die Gräser, wie man da sieht. Man sieht auch, wie die ein bisschen angeordnet sind. Und genauso kann man dann ein bisschen einen Strauß dekorieren. Ich werde euch jetzt ein paar Sachen mitnehmen von der Wiesen. Und dann werde ich euch zeigen, wie man das ganz lieb machen kann. Was ich euch noch sagen wollte, das ist ein Wildwiesen. Den gibt es auch in Städten oder am Wegesrand. Man muss nur die Augen ein bisschen offen halten, kann man die schönsten Sachen sammeln, kostet nichts, man kann was Liebes draus machen. Fantasie ist gefragt. Ich glaube, die Sachen, was man da sieht, die kennt jeder vom Spazierengehen. Ich habe das jetzt einfach da von den kleinen Platzl abgeschnitten. Und da zeige ich euch dann, was ich daraus mache. Das sind jetzt die ganzen Schätze, was wir gesammelt haben. Zum Beispiel das Zinnkraut, die wilde Minze oder so wie da das Berufskraut. Wie das Blumenstrauß finden geht, habe ich euch hier schon beim Rosenstrauß gezeigt. Ich glaube, das wisst ihr noch. Ich fange bei denen da dem Trockenen an. Weil was wir auf der Wiesen gesehen haben, was war mit denen? Die sind hier rausgestanden. Machen wir bei den Strauß auch. Das wird spiralförmig. Und der Strauß wird richtig luftig. Sehr hergezeigt habe, wieder mit dem reinstecken kann, wenn es euch damit leichter tut. Die gebe ich auch ein bisschen zusammen, so wie sie gewachsen sind. Hat man ja auf der Wiesn gesehen. Und da immer mehrere auf einer Stall. Ist das wieder alles okay? Da viel mehr dazu dran. Sonst wird er zu groß. Ich habe doch mehr mitgenommen, als ich eigentlich brauche. Das ist halt ja. Flores kann nie genug Blumen haben. Das sind die nicht lieb. Ihr den Riesen kennt das. Das ist echt wie so eine richtige Sommerwiesen. So
wenn man sich ins Grün legt, riecht es genauso. So. Das ist der kleine Wiesenblumenstrauß. Okay, also bin ich größer geworden. Also ich finde, er ist wirklich Sommerwiese geworden. Was ich euch damit sagen will, ist, man muss nicht unbedingt einen Garten haben. Man muss nicht alles kaufen. Man muss nur ein bisschen die Augen aufmachen. Das gibt es überall.